Hallo allerseits. Wir werden hier diese Zeichnung erstellen, und zwar so, dass man den Radius dieser drei Kreise manuell einstellen kann. Das macht man mit einem Schieberegler. Der entsprechende Befehl befindet sich hier. Klicken wir drauf, um einen Schieberegler zu erstellen. Klick, Klick. In diesem Fenster sieht man, dass der Schieberegler A heißt. Nennen wir ihn R, R wie Radius. Der kleinstmögliche Wert für einen Radius ist natürlich 0. Lassen wir den Maximalwert auf 5. Und als Schrittweite können wir 0,01 einstellen. Diese Einstellungen sind so okay, also bestätigen wir mit OK und der Schieberegler ist schon entstanden. Jetzt die drei Zentren dieser Kreise. Die sollen sich auf einem gleichseitigen Dreieck befinden. Dieses konstruieren wir jetzt. Klicken wir hier auf diesen kleinen Pfeil, Klick. Auf diese Grafikseite können wir dann den Magneten einstellen, am Koordinatengitter fixiert und schalten auch mal das Gitter ein. Jetzt konstruieren wir dieses Dreieck. Wir klicken hier auf den Befehl regelmäßiges Vieleck, Klick. Wir klicken dann zum Beispiel hier auf diesen Punkt, Klick, dann noch auf diesen Punkt. Wenn wir hier klicken, Klick, dann öffnet sich sofort dieses Fenster. Und GeoGebra fragt nach, wie viele Eckpunkte soll dein regelmäßiges Vieleck denn haben? Da wir ein regelmäßiges Dreieck zeichnen, geben wir hier 3 ein und bestätigen das mit OK und zack, das regelmäßige Dreieck ist vorhanden. Jetzt schalten wir Magnet wieder aus, auch das Gitter, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt konstruieren wir die drei Kreise. Mit Zentrum da, da und da und Radius R. Dazu wählen wir hier den Befehl Kreis mit Mittelpunkt und Radius. Klick. Wir klicken auf das erste Zentrum, Klick und sofort öffnet sich dieses Fenster, in dem wir den gewünschten Radius eingeben können. Hier geben wir natürlich den Radius R ein, der ja hinterher per Schieberegler einstellbar sein soll. Wir bestätigen mit OK und überprüfen jetzt, ob es klappt. Ja, das klappt. Also, jetzt zweiter Kreis, wieder dieser Befehl, Klick, Zentrum, Klick, Radius, R, bestätigen durch OK. Weiterhin, Zentrum, Klick, Radius, R, bestätigen mit OK. So, jetzt überprüfen wir nochmal. Es scheint zu funktionieren. Wir werden also unsere drei Mengen A, B und C schön einstellen können, so wie wir es wünschen. Das Dreieck brauchen wir jetzt nicht mehr. Es darf aber nicht gelöscht werden. Es wird einfach ausgeblendet. Also hier ausblenden. Auch die drei Zentren brauchen wir nicht mehr. Objekt anzeigen klicken, da nochmal und hier auch nochmal. Jetzt die drei Buchstaben A, B und C. Dazu aktivieren wir Text, Klick, Klick. Wir geben A ein, bestätigen mit OK. Wir geben Klick B ein, bestätigen mit OK und nochmal Klick C. OK. Jetzt formatieren wir A etwas größer, also Rechtsklick drauf, Eigenschaften, Text, klein setzen wir auf sehr groß und bestätigen durch OK. Geht nicht, also schließen wir das Fenster, schließen. Somit haben wir den Buchstaben A in der gewünschten Größe. B und C sollen dasselbe Format haben, also Pinsel, Klick. Ursprungsformat, Klick, Endformat, Klick, nochmal Endformat, nochmal Klick. Somit haben wir die drei Buchstaben, die setzen wir dann noch an gewünschter Stelle, zum Beispiel so. Und unsere Zeichnung ist fertig. Und nochmal,
Wir können den Radius dieser drei Kreise schön per Schieberegler einstellen, wie gewünscht. Wir werden hier einen Zentriwinkel konstruieren, dessen Öffnung einstellbar sein soll durch einen Schieberegler. Erstellen wir zuerst den Schieberegler. Klick, klick. In diesem Fenster stellen wir Winkel ein. Klick. Der Winkel heißt Alpha. Er wird dann von 0 Grad bis 360 Grad variieren und das mit einer Schrittweite von 1 Grad. Das ist okay, wir bestätigen durch OK. Da ist er schon, unser Schieberegler. Jetzt der Kreis. Klick, klick, wir gleiten die Maus, klick. Jetzt der Zentriwinkel. Der Zentriwinkel soll diese Öffnung Alpha haben. Deshalb wählen wir hier den Befehl Winkel mit fester Größe. Klick. Wir klicken auf diesen Punkt. Klick. Jetzt auf das Kreiszentrum. Klick. Und in diesem Fenster können wir die Größe des Winkels eingeben. Hier möchten wir aber, dass die Öffnung des Winkels Alpha heißt. Also klick auf dieses kleine Quadrätchen mit Alpha und jetzt klicken wir auf Alpha. Wir bestätigen durch OK und da ist er auch schon, unser Winkel Alpha. Überprüfen wir, ob es klappt. Es funktioniert. Um den Winkel noch besser zu sehen, zeichnen wir natürlich diese zwei Strecken. Klick, klick und klick, klick. Überprüfen wir jetzt wieder. Es funktioniert. Jetzt formatieren wir den Winkel noch ein wenig. Also Rechtsklick auf den Winkel. Eigenschaften. Wir sehen in den Grundeinstellungen, dass der Winkel Beta heißt. GeoGebra hat ihn Beta genannt. Das musste GeoGebra, weil dieser Schieberegler ja Alpha heißt. Wir möchten aber, dass hier auch Alpha steht. Also in der Beschriftung geben wir Alpha ein und stellen hier ein, dass die Beschriftung angezeigt werden soll. Das ist okay. Es funktioniert schon mal. Wir können auch die Farbe ändern, wie wir wünschen. Auch die Größe des Winkels bzw. die Größe dieser Anzeige des Winkels. Hier wird nicht die Öffnung eingestellt, sondern die Größe dieser Darstellung des Winkels. Schließen wir dieses Fenster und überprüfen, ob es schön funktioniert. Es funktioniert. Jetzt Achtung! Rechtsklick auf den Schieberegler, klick auf Animation ein. Klick. Und wir haben eine schöne Zentriwinkel-Animation. Wir stellen aber fest, dass der Winkel ab 360 Grad wieder zurückfährt. Wenn wir gerne hätten, dass er durchfährt, machen wir Folgendes. Stoppen wir zuerst mal die Animation, Rechtsklick auf den Schieberegler, klick auf Eigenschaften. Und hier auf Schieberegler können wir zum Beispiel die Geschwindigkeit einstellen. Wenn wir hier Geschwindigkeit 2 einstellen, dann verläuft die Animation doppelt so schnell. Und hier in Wiederholen stellen wir ein zunehmend. Klick. Wir schließen dieses Fenster, animieren jetzt wieder den Winkel und schauen, ob es funktioniert. Ob der Winkel schön durchfährt. Und hopp, ist erreicht. Als Aufgabe schlage ich vor, diese Präsentation zu den Grundlagen der Trigonometrie vorzubereiten. Schaut. Achtung, ich klicke jetzt rechts auf den Schieberegler und schalte hier die Animation ein. Klick. Es geht noch weiter.
Solch eine Vorbereitung erfordert natürlich ein wenig Geduld. Ich wünsche viel Spaß.